Herzlich willkommen zum ultimativen Mob-Battle! Wir sind heute in der Schule und hier gibt's ein Parcours. Am Anfang muss man ins Mikrofon brüllen, ein Mob entsteht... Schalker. Oh mein Gott! Phantom. In den muss man sich verwandeln und ein Parcours meistern. Schafft man ein Hindernis nicht, gibt es eine Zeitstrafe. Wer am Ende am schnellsten war, darf im Mob-Battle 3 zufällige Mobs spawnen. In einen von denen muss man sich verwandeln, während der letzte nur ein Mob zur Auswahl hat. Das zweite Battle war ultra spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Dann möchte ich mit einem Hasen. Oh mein Gott, das ist ja ein Premium-Mob. Können wir den überhaupt nutzen? Wieso Kuchen in der Schule? Äpfel, mein Freund, Äpfel. Ich hab auch auf die Plätze. Los! Let's go! So, also hier über das kommen wir natürlich drüber. Hier, glaube ich, bin ich einfach zu fett. Kannst dich nicht runter teleportieren oder sowas? Nee, ich kann mich aber drüber teleportieren. So, durch die Tür teleportiere ich mich auch einfach, weil ich es kann. So, ich hoffe, das zählt. Ich krieg natürlich auch würde keinen Fallschaden kriegen, wenn ich was könnte. Ja, also mehr als schlagen kann ich das. Das war aber keine Fähigkeit. So, ich brenne natürlich nicht. Nein, nein. Das ist reine Illusion. Bekommst du im Wasser Schaden als Enderman? Nee. Doch. Doch! Ich hab mal das hat man aber nicht gesehen. Und jetzt die Frage, kannst du diese Hürde überspringen? Tatsache. Oh, das war richtig schnell. So. Also, jetzt müssen wir ein bisschen Mathe machen. Basiszeit 45 Sekunden, ziemlich genau. Mhm. 45 Sekunden. Also, 45 Sekunden Basiszeit. Hürden, die nicht geschafft wurden, sind Stufen, Fallschaden, Schaf, Lava, Wasser. Sind wir dann bei 45 plus 35? Ich kann kein Mathe. 80? Ja. Das sind 1 Minute 20. Das ist der Mathelehrer, der kein Mathe kann. 1 Minute 20. Ich finde, das ist eine ordentliche Leistung. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Referenzwert. Mal gucken, ob ich das unterschlagen kann fürs Battle. Okay, der Französischlehrer ist am Start. Enderman war schon mal nicht schlecht. Oh, Baguette, Baguette. Jajo Dagno. Ich hoffe, es war ein Tintenfisch, was du wolltest. Du kannst tatsächlich einen von den beiden aussuchen. Sind beide gleich schlecht. Alter. Jajo Dagno heißt im Übrigen Lammkeule, glaub. Egal. Lammkeule? Was willst du mit einer Lammkeule? Ja, ich wusste nicht, was Ziege heißt. Deswegen habe ich das französische Essen bestellt. Lamm ist aber Schaf und nicht Ziege. Ja, keine Ahnung, was heißt denn ich? Ich bin kein Biolehrer, ich bin der Französischlehrer, mein Gott. Mein Gott, ey. Bam. Oh Gott, sieht das dämlich aus. Er ist einfach wirklich, das ist wie so ein kleiner, so, als hätte die Schule einen Pickel oder so. Hallo? Was soll das denn heißen? Ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Das ist eine Beleidigung, Alter. Wie so eine Wasserpumpe. Dafür werde ich eine Lehrerkonferenz ansetzen. Ja, geh mal in den Survival-Modus. Ich möchte mal sehen, wie schnell du erstickst. Ich bin schon im Menü. Fertig. Ja. Los. Let's go. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin ins Menü gegangen. Ah. Okay, schnell. Schnell. Die Zeit läuft weiter. Du musst dich beeilen. Ah. Ich werde sowas von verlieren. Kann ich da drunter durch? Ich komm nicht darunter durch. Ich glaub nicht, du bist zu dick. Das sieht aus. Aber ich passe durch die Tür, oder? Nein, ich passe nicht durch die Tür, ich bin einfach zu fett. Oh, schnell. Machen wir hier einen Checkpoint, sonst kommst du nämlich nicht weiter. Jetzt geht's so. Oh, Ja, er ist gestorben. Bring den Tod eigentlich auch. Egal. Niemals aufgeben. Ich bin ein Vorbild. Ich hänge in der Luft fest. Das Schaf ist tot. Das Schaf ist weg, aber ich habe eh keine Fähigkeiten. Ah! So, jetzt kriegen wir frittierte Kalamari-Ringe. Ja, okay. Nein! So kurz vor dem Wasser. Okay, haben wir wieder kurz einen Checkpoint hinzugefügt, weil du sonst echt nicht ankommst. Ja, egal. Ich kann natürlich die Leitern hier hoch. Und im Wasser kriege ich Luft. Wer hätte das gedacht? Das sieht so schlecht aus. Und hier komme ich nicht hoch, also muss ich die Alternative nehmen. Und stopp! Ich kann nicht mehr, es ist doof. Mit Hilfestellung der Checkpoints 1 Minute 22. Und dann stirbt er direkt. Moment. Flashcraft hat doch eben gerade 1 Minute 20 schon gebraucht. Mit den Zeitstrafen. Erstmal, wie fandet ihr meine Leistung?
Du bist einfach umgekippt, du bist einfach gestorben. Du bist Parcours. Einfach nach den ersten 30 Blöcken gestorben. Das macht eine Zeitstrafe von? 49 Sekunden. 2 Minuten 11 ist es. Das ist alles Tierquälerei, was sie macht. Das werde ich auf jeden Fall anzeigen. Induktion, warte mal, lass uns mal bitte alle auf 3 gleichzeitig sagen, welche Note wir in Physik hatten. 3, 2, 1, 5. 1,7. Ich wünsche mir einen Schalker. Oh mein Gott. Atom. Alter. Okay, das wird mega awesome. Der ist flach und kann fliegen. Alter. Okay, das ist geht tatsächlich. Das ist richtig geil. Oh, ich fange an zu brennen. Stimmt, ich darf nicht ins Sonnenlicht. Also dann, auf die Plätze. Fertig. Los. Haha, erstes Hindernis, ich kann einfach drüber fliegen. Das ist so, natürlich sehr schlau. Ich kann tatsächlich über die Dinger drunter als durch. Ob. Bin hier, oh mein bin Gott. Der Pro. Kann ich durch die Tür, ist die Frage. Komme nicht durch die Tür. Für die Tür bist du zu dick. Bin tatsächlich zu breit für sowas. Bekomme ich Fallschaden? Das ist die nächste Frage. Nein. Ich glaube, als Fledermaus bekommst du tatsächlich... Hast du eine Fähigkeit? Ich habe keine Fähigkeit, deswegen werde ich das Schaf leider ignorieren. So, bist du gleich ein bisschen geflügeltes... Bin geflügelt. Bekommst auf jeden Fall Schaden, so wie es aussieht. Kommst du unter Wasserluft? Oh, das sieht echt cool aus wie das von... Ich kriege keine Luft abgezogen, tatsächlich. Oh mein Gott! Kann ich ertrinken. Und du kannst ja auch easy hier über diese... Oh! Nice! Oh. Gut, das lässt dich bei einer Zeit von 55 Sekunden. Krass. So, dann rechnen wir mal durch, welche Hindernisse du nicht geschafft hast. Du hast es nicht durch die Tür geschafft. Du hast das Schaf nicht umgebracht und du bist in der Lava verbrannt. Alles andere hast du, glaube ich, geschafft, oder? Ja. Das heißt, es macht 3x7, also sprich 21 Sekunden mehr, was dich mit einer Zeit von einer Minute und 16 Sekunden lässt. Knapp. Neuer Rekord für die Lehrer. Die Physikfachschaft hat es wieder geschafft. Also, wie ist die Platzierung fürs erste Battle? Sliming schafft den ersten Platz mit 4 Sekunden, ich schaff den zweiten und du mit über einer Minute länger schaffst den dritten. Alles klar, dann geht's jetzt los zum Battle. Ja, genau, der Erstplatzierte darf, würde ich sagen, anfangen. Schalker. Ein Skelettpferd. Trennt weiter. Skelettpferd. Oh. Ja, da sind die, ist der dritte auch okay, noch. Jetzt hast du deine 3 zur Auswahl. Du kannst ja schon mal überlegen, aber kannst natürlich auch erstmal abwarten, was wir ziehen. Dann kommt der Zweitplatzierte jetzt. Ich wünsche mir einen Eisengolem. Oh! Das ist natürlich extrem stark, ne? Ja, ich mache jetzt einfach mal den Trend weiter. Das heißt, ein Ghast? Nein! Ein Hoglin. Und ich darf natürlich als Letztplatzierter einen Mob mir nur raussuchen. Und dann gucken wir direkt mal, was es wird. Darf ich? Eisengolem! Da hast du die Lammkeule, die du vorhin wolltest. Können wir das Video nochmal neu starten? Nein. Nein? Was heißt denn nein? Ich bin doch hier der Boss. Nein. Wir spielen das jetzt so lange, bis ich gewinne. Und die Version nehmen wir dann. Nein. Jeder hat sich jetzt einen Mob rausgesucht. Zocklin, Hocklin und Ziege. Jeder geht jetzt in eine Ecke und man darf die Schwimmhalle nicht verlassen. Mob-Battle Nummer 1 startet. In 3, 2, 1, let's go! Ich muss erstmal flüchten. Zocklin Battle. Jo, Alter, was geht hier ab? Ja, bekämpft ihr euch mal. Ich habe leider keine Fähigkeiten. Ihr habt viel mehr Herzen. Wie viele Herzen habt ihr? 20. Der 20, ich hab 5. Ahaha. Ich kann dich nicht mehr rammen. 7 Herzen. Ich habe noch ein halbes Herz. Sowas. Bitte lass mich hin. Der Gewinner für die erste Runde ist Sliming HD. Danach komme ich. Dritter ist Flashcrafter. Und mal gucken, das gibt auf jeden Fall jetzt eine Revanche. Kackgeist. Ich glaube, ich wünsche mir eine Katze. Okay. Das wird interessant beim Schaf, weil du natürlich das Schaf mit einem Wither-Effekt besiegen kannst. Ich würde sagen, das zählt dann auf jeden Fall. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, also für das erste Hindernis bin ich noch nicht zu groß. Hier müsste ich mich schon, glaube ich, hinlegen, damit ich drüber passe. Also werde ich jetzt aber drüber springen. Dafür bin ich nämlich aber zu dick.
So, gucken wir mal, für die Tür könnte ich zu groß sein. Mhm. Da schlagen wir den Schädel an. Ja, weiter geht's. So. Ja, ich kriege leider Fallschaden. So, kannst du den Wither-Effekt auslösen, wenn du den schlägst? Ja, ja. Tatsache! Schlag drauf zu, kannst ruhig draufschlagen. Ja. So. Ich glaube, ich krieg keinen Schaden in Lava. Natürlich, als Wither-Skelett. Jetzt kommt der Pool. Ich verliere unter Wasser keine Luft. Okay. Die Wendung, das kam überraschend. Okay, aber ich glaube, ich komme hier nicht drüber, obwohl ich so riesig bin. Und jetzt muss noch schnell auf die Zielscheibe nicht. Und stopp! 57 Sekunden! Das wird fürs Battle sehr spannend, weil es gab einige Hindernisse, die er nicht geschafft hat. Und zwar Stufen, Tür, Fallschaden. Springen. 4x7, Herr Mathelehrer. 28 plus 56. 1,25. Hui. 1,25 ist echt nicht schlecht dafür, dass in der letzten Runde jemand mit 1 Minute 16 gewonnen hat. Das ist echt gut. Okay, dann bin ich jetzt dran. Kaninchen! Oh! Nein, ich glaub's nicht, Ein Eisengolem! Oh, wie geil! Obwohl, das ist eigentlich gar nicht so gut, muss ich sagen. Ein scheiß NPC. Also ich habe das Gefühl, dass der Eisengolem doch nicht so eine gute Wahl ist, aber nee, es ist mal was anderes. Für den Parcours ist er nicht gut, für den Fight wäre er gut gewesen, weil er viel Herzen hat und halt extremst tanky ist, kein Knockback und so kriegt, ne, das wäre schon praktisch. Also, stell dich an die Startposition. Auch hier geht wieder auf die Plätze. Fertig. Los! Let's go! Zerstörung! Okay. Fortnite. Das mit den Stufen probiere ich erst gar nicht. Das geht nicht. Ich habe nur die Sorge, dass ich das Treppenhaus nicht hochkomme. Ah doch, das funktioniert noch gerade so. Okay, durch die Tür passe ich leider nicht. Ich muss außen rumrennen. Aber ich weiß gar nicht, bekomme ich als Eisengolem überhaupt Fallschaden? Bekommst du nicht. Jetzt nimm doch nicht die Spannung raus. Oh, er kriegt keinen Fallschaden. So, kein Fallschaden. Oh Gott, das hab ich nicht erwartet. Schaf. Nein, ich komm nicht ran. Oh, sofort weg. Was ist gewonnen-hittet? So, aber oh, ich bekomme Schaden in der Lava. So, und das jetzt hier so sein, die dass du Leiter hoch kommst. Und ab ins Pool, bevor ich sterbe mit einem halben Herz. Kannst du unter Wasser atmen? Nee, kann ich nicht, oder? Doch, ich kann unter Wasser atmen. Kann einfach unter Wasser atmen, ach du Kacke. Und jetzt kommt die letzte Hürde, aber... Ich glaube, ich komme da vermutlich nicht drüber. Dafür bist du zu schwer. Und stopp! Zu massig mit deinem Eisenkörper. Okay, der Eisengolem mit seinem langsameren Speed ist trotzdem noch ziemlich gut gewesen. 1:03. Du hast, also Stufen sind nicht geschafft, Tür nicht geschafft und die Lava nicht geschafft. Alles ja, und hier konnte er auch nicht drüber springen, also 4. Ja, stimmt, ja. 4x7. 28 Sekunden. Sprich, du hast 1:31. 1:31. Oh, so knapp! Aber als Eisengolem ist das doch echt nicht schlecht, oder? Fisch. Eine Katze ist, glaube ich, ziemlich schnell. Ja. Und kann sich ducken. Bekommt eine Katze Fallschaden? Nein. Oh, das könnte jetzt spannend werden. Dann auf die Plätze, fertig, los! Und da rennt die Katze. Gewinn? So, ich komme tatsächlich nicht drunter. Tatsächlich ist er zu dick. Er passt nicht durch. Das auch. Aha, ich dachte, die Katze wäre ein bisschen schneller. Ich dachte, sie ist niedriger. Tür, kein Problem. Ich bin schlank. Schlank wie ein Ozelot halt. Ich kriege keinen Fallschaden. Ich kriege jetzt keine Schaf. Es gibt kein Schaf, aber du hast auch keine Fähigkeit, glaube ich. Er ist verbrannt. Ja, komm schnell hier hin. Die Zeit läuft. Wo bin ich? Falsche Richtung. Das ist wirklich eine falsche Richtung. Ah. Das ist durch deine verpeilte Katze ist das. Ja, hat die einen Schaden. Mal gucken, ist die Katze wasserscheu? Nein, ich atme nicht tatsächlich. Ich kann nicht atmen, aber ich bin nicht wasserscheu. Ich habe mich zumindest mal gebadet, ne? Mhm. Ja, und der letzte Sprung, den wirst du wahrscheinlich nicht packen. Und gleich... Nee, dafür ist er zu klein. Und Zeit stoppen. So, wir sind ebenfalls bei 57 Sekunden. Welche Hindernisse wurden nicht gemeistert? Also, er hat es nicht geschafft, unter den Stufen hindurchzukommen. Er hat das Schaf nicht besiegen können, das nicht vorhanden war. Er hat
nicht in der Lava überlebt und er konnte unter Wasser nicht atmen und er hat es nicht hier hoch geschafft. Ich weiß, wie viel ist? Eine Minute 32? 32. Nein, eine Sekunde weniger. Ja, oh Baby. Eine Minute 32. Geil. Eine Minute schlechter als Copa. Yes. Wow, das ist... Eine Sekunde, yes. Das ist heavy. Ach du Scheiße. Das ist gemein. Und damit kommen wir zum zweiten Battle. Let's go. Flashcraft als erster und darf jetzt drei Mobs spawnen. Also, ich wünsche mir einen Eisengolem. Aha. Das ist kein Eisengolem. Naja, aber ein Skelett kann schießen, ne? Hoglin. Das ist kein Hoglin. Boah, ein Hühnchen hat, glaube ich, nur zwei Herzen oder so. Ich wünsche mir eine Blaze. Ein Esel. Passt doch. Oh Mann, du hast das echt... passt zu dir. Genau, ich bin Zweiter und deswegen darf ich zwei Mobs ziehen. Eisengolem! Nein, ich hasse es. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist richtig gut. Das ist sehr schlecht für uns sogar. Das ist richtig gut. Ihr werdet mich damit niemals kriegen. Eisengolem! Ne, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay, und jetzt der nächste im Bunde. Sliming, der nur einen einzigen Versuch hat, als Drittplatzierter. Fisch. Wolf. Ein Wolf. Ja gut, dann würde ich sagen, seid ihr soweit? Skelett gegen Wolf gegen Vex, Plagegeist. 3, 2, 1, let's go! Halt taktisch vorgehen, ich würde erstmal den Wolf besiegen. Wieso, du bist wie so eine Mücke. Ja, mich triffst du eh nicht. Ich fliege einfach in die Nähe des Wolfs und dann... Hab ich dich getroffen? Scheiß. Ah! Nix! Ah! Oh, hier, hier, hier. Hä? Ich bin einfach One-Hit mit meinen vier Herzen. Oh, da muss ich ja echt aufpassen. Moment, ich muss am besten... Ich hab dich getroffen. Ja, das stimmt. Aber du hast mich noch nicht besiegt, mein Freund. Du triffst mich niemals. Ah! Oh Gott, ich bin fast tot. Du triffst mich niemals. Wow. Er ist ein Sniper. Okay, ich muss im Kreis fliegen. Oh Mann, wie viele Herzen hast du noch? Nein! Das gibt's nicht. Jawohl, ich hab ihn getroffen. Als ob du mich getroffen hast. Das gibt's. Ich hab ihn getroffen, Jan. Nice, so good job, mate. Ich hatte tatsächlich noch... Parlez-vous français. Wusemor. Das war nicht die erste Folge. Die letzte Folge im Freibad werde ich jetzt auf dem Bildschirm verlinken. Dann sehen wir uns auch schon dort wieder. Das war der Le Copa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.